Wir sind jetzt also vor der Staatsanwaltschaft, also Dessau, für die Belagerung. Warum wir hier sind, ist der Fall Urijalo zu klären. Bis jetzt also ist so ungeklärt. Und im Dezember kommt der Prozess also Urijalo am Ende. Deshalb sind wir hier, um fordern Klageänderung, das heißt Mordklage. Das ist also Dessau Staatsanwaltschaft, die meiste Zeit also in Magdeburg die Anträge von Nebenklägern also angestellt oder abgelenkt sogar. Wir sind hier bei Staatsanwaltschaft, also Dessau. Das ist also Brutstraße. Wir sind auch hier und dann bleiben wir also bis Ende. Wir sagen immer, der Fall Urijalo muss geklärt werden. Aber bis jetzt ist er ungeklärt. Urijalo, das war am 7. Januar 2005. Ich so Urijalo in der Zelle der Polizei, der Dessauer Polizeirevier. Wolfgangstraße komplett verbrannt. Aber wir sind überzeugt, Urijalo hat kein Feuerzeug. Die Initiative Urijalo fordern Herr Preissner Mordanklage. Wir sehen die Polizei, Gewalt und Behörde Rassismus. Kämpfen sie auch, wie die anderen. Antira. Gemeinsam gegen Polizei, Gewalt und Behörde, Rassismus bekämpfen. Das muss so sein. Nichts machen ist eine Komplizität mit diesem System, diesem Kapitalismus, diesem Faschismus, die uns töten. Die Afrikaner. Oder die Deutsche Aussehende werden immer kontrolliert, wegen ihrer Hautfarbe. Die Geflüchteten auch dürfen nicht ihren Ort verlassen, ohne eine Genehmigung. Das heißt Residenzpflicht. Wir bekämpfen auch Residenzpflicht. Bewegungsfreiheit gehört zum Menschenrecht. Deutschland hat viel Konvention unterschrieben. Was sagt, wir respektieren Menschenrecht. Warum können sie das nicht respektieren? Warum die Geflüchteten konnten nicht sich also bewegen. In ganz Deutschland, das ist nur in Deutschland, das Gesetz existiert. Das ist nur in ganz Deutschland. Das ist ein Verstoß gegen Menschenrecht, dass die Geflüchteten dürfen nicht ihren Ort verlassen ohne eine Genehmigung. Urijalo, das war Mord. Ein internationaler Prozessbeobachter ist von der Initiative Urijalo auch beauftragt. Und dann, der will also in wenigen Monaten der Fall Urijalo, die Verbrennung, auch klar kriegen. Und hoffen, dass der Fall Urijalo wird geklärt. Damit wir der ganzen Welt zeigen, wie schrecklich ist, Urijalo von der Polizei verbrannt ist. Danke. Hier gibt es also ein Transkript, darauf ist geschrieben, Schluss mit rassistischen motivierten Polizeikontrolle. Hier steht auch Urijalo, das war Mord. Yeah.
Wir stehen heute hier vor dem Polizeirevier in der Wolfgangstraße, um den Mitarbeitern eine interne Mitarbeiterinfo zu stellen, die Beamten der Wolfgangstraße über den laufenden Revisionsprozess in Kenntnis setzen. Und ich werde diese Mitarbeiterinfo verlesen. Wir haben auch Kopien an Ihren Revierleiter. Ich lese das mal vor. An alle Mitarbeiter der PD Dessau-Roßlau. Wir haben uns zu dieser internen Mitarbeiterinfo entschlossen, in Anlehnung an die internen Mitarbeiterinfos, die damals durch den Revierleiter Gerhard Kohl an Sie verteilt wurden. Gerhard Kohl hat diese Mitarbeiterinfos geschrieben, um seiner Meinung nach wilden Gerüchten in Ihrem Revier entgegenzuwirken. In diesem Sinne möchten wir Sie heute über aktuelle Ereignisse und Erkenntnisse, die im Revisionsverfahren vor dem Magdeburger Land in Kenntnis setzen. Zum Feuerzeug. Es ist nun sicher, dass das Feuerzeug doch nicht zur Brandzeit bei Uri Jallo gewesen ist. Das hatte sich im Juni im Revisionsverfahren herausgestellt. Es sind keine DNA-Spuren von Uri Jallo, keine Faserreste seiner Kleidung und auch keine Spuren der Matratze am Feuerzeug gefunden worden. Es sind allerdings Faserreste gefunden worden. Diese sind bisher unbekannter Herkunft. Aber wir werden herausfinden, wem diese Faserreste gehören. Die Zellenkontrolle um 11.30 Uhr. Ihr Kollege Thorsten Bock hatte im Mai 2011 ausgesagt, dass die Kollegen Merz und Scheibe gegen 11.30 Uhr in der Zelle angetroffen hat. Sie standen vor Uri Jallos Körper. Bock hatte den Eindruck, als hätten die beiden ihn noch einmal durchsucht. Daraufhin wurden beide Beamte ein zweites Mal nach Magdeburg vors Gericht gestellt. Scheibe und Merz behaupten, dass sie nicht noch einmal in der Zelle gewesen wären, nachdem sie Uri Jallo dort angekettet hatten. Unklar bleibt jedoch, was sie nach der Innengewahrsamnahme überhaupt gemacht haben, weil die Fahrtenbücher verschwunden sind, weil Journaleinträge gelöscht wurden. Scheibe behauptet, dass Bock auf jeden Fall im Gewahrsamstrakt war. Er war immer irgendwie dabei, hat er gesagt. Merz hingegen sagt, dass Bock gar nicht im Gewahrsamstrakt gewesen sei. Zur Tatzeit. Scheibe und Merz widersprechen sich in ihren Aussagen. Merz war nicht bei mir in der Kantine. Ich habe mir Essen geholt ohne Uli, den Hans-Ulrich Merz. Ich stand allein auf der Treppe, als ich rauskam, mit meinem Pappteller, so sagt der Herr Scheibe. Ich habe nur meine Wurst vor Augen, dann sah ich den schwarzen Wolken. Das sagte Udo Scheibe am 6. Dezember vor dem Magdeburger Landgericht. Uri Jallo! Das war Mord! 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 Hans-Ulrich Merz, Ihr Kollege Merz hingegen behauptet, dass er mit Scheibe zusammen in der Kantine war. Und was der Angeklagte Schubert dann in seiner Einlassung verkündete, zeugt davon, dass die Beamten Merz und Scheibe oder wer auch immer in ihrem Revier Uri Jallo umgebracht hat, um 11.15 Uhr, in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr, im Büro gewesen sein könnten, um dort den Gewahrsamsschlüssel an sich zu nehmen. Der Brandbeschleuniger. In den letzten Verhandlungstagen hat sich aufgrund der Aussage des Herrn Möbes, Ihr Kollege Möbes, der Verdacht erhärtet, dass wahrscheinlich doch ein Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen sein könnte. Möbes hat ausgesagt, dass er beim Öffnen der Zellentür einen großflächigen Brand von 20 bis 30 Zentimetern Höhe auf dem Podest, auf dem Uri Jallo angekettet worden war, gesehen zu haben. Unten war diese Flamme blau. Die Brandsachverständigen Steinbach und Porz haben angegeben, dass eine blaue Flamme
beim Abbrennen von Brandbeschleunigern entsteht. Diese Brandbeschleuniger wären für Sie zugänglich gewesen. Sie waren zugänglich im Arztzimmer als Desinfektionsmittel, im Reinigungszimmer als Reinigungsmittel. Das würde heißen, dass mindestens einer, aber vielleicht auch mehrere Ihrer Kollegen aus der PD Dessau-Roßlau aktiv zum Feuertod von Uri Cialo beigetragen haben. Sie haben ihn ermordet. Wir müssen Ihnen nun leider mitteilen, dass alle von der damaligen Revierleitung, Gerald Kohl, der Staatsanwaltschaft, der Polizeipräsidentin Brigitte Scherber-Schmidt und dem Innenministerium alle annahmen, dass Uri Cialo sich selbst entzündet hat, vor dem Magdeburger Landgericht über den Haufen geworfen wurden. Alle damaligen Beteiligten finden sich jetzt in Erklärungsnot. Die Verantwortlichen müssen gefunden werden. Bock und Möbis sind schon zur Besinnung gekommen. Mit Ihrer Aussage haben Sie ein Stück weit zur Aufklärung beigetragen. Falls auch Sie schon überlegt haben, was der eine oder andere Kollege über Sie und Ihr Fehlverhalten ausgesagt haben mag, oder welcher von Ihren Kollegen Uri Cialo umgebracht haben könnte, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Initiative in Gedenken an Uri Cialo. Bitte kontaktieren Sie nicht Ihre Kollegen. Das könnte zu Ihrer Versetzung führen. Und vermeiden Sie es, sich an den Staatsanwalt in Dessau zu wenden. Hier laufen Sie Gefahr, dass Ihre Aussage desinteressiert beiseite gelegt wird oder dass sie einfach verschwindet. Oder dass sie angezeigt wird. Wir werden den 7. Januar 2005 niemals vergessen. Wir werden nicht ruhen, bevor die Wahrheit herausgekommen ist. Beamte des Polizeireviers Dessau, brecht euer Schweigen zum Tod von Uri Cialo. Uri Cialo!